Hallo, hier ist der Tom Freudenthal mit einem kurzen Video zum Thema Aufschieberitis beim Lesen und Lernen. Und das kennen wir ja irgendwie alle. Übrigens, wenn Sie sich wundern über meinen Gips oder meinen Verband, ich bin an der Hand operiert worden, aber das ist eigentlich schon alles wieder ziemlich gut. Also, Thema heute, Aufschieberitis beim Lesen und Lernen. Und mehr oder weniger kennen wir das ja alle. Wir haben eine kleine To-Do-Liste, ne, für den Tag. Und da steht jetzt irgendein Thema drauf, was wir lesen oder lernen wollen, und das interessiert uns im Moment eigentlich gar nicht. Und was wir dann stattdessen machen, ist vielleicht E-Mails, oder ich habe sogar neulich von jemandem gehört, eigentlich einer Frau, die hat dann tatsächlich das ganze Haus geputzt, nur um zu vermeiden, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Oder wir tüdeln dann einfach irgendwie rum und haben den ganzen Tag ein schlechtes Gewissen, dass wir uns mit diesem Thema nicht beschäftigt haben. Und hier kommt ein kurzer, einfacher Tipp. Und der hat was damit zu tun, dass Sie nicht ausweichen auf irgendwelchen Tüdelkram, also irgendwelche Dinge, die gar nichts mit Ihrem Lernfeld oder mit Ihren Lernaufgaben oder Lesestoffprojekten zu tun haben, sondern dass Sie sich mehrere Punkte auf Ihre Liste schreiben morgens zum Thema Lesen und Lernen. Und dann eben den nächsten nehmen oder von mir aus einfach sagen, okay, ich habe hier, sagen wir mal, 5 Themen, die ich mir heute vorgenommen habe, und davon mache ich jetzt eben nicht das erste, weil es oben steht, sondern ich mache das, was mir am ehesten im Moment gefällt. Ich suche mir also von den weiteren 4, die da unterstehen, 1 aus und mache dann das. Und der große Vorteil dieses Vorgehens ist, dass Sie trotzdem mit Ihrem Programm durchkommen und weiterkommen, und nicht ausweichen müssen auf irgendwelchen Tüdelkram, den man eigentlich auch lassen kann. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist nämlich, dass dieses Thema Interesse oder nicht ganz oft auch was damit zu tun hat, wie man sich fühlt an dem Tag, und möglicherweise auch damit, dass Sie nichts darüber wissen, über das Thema, und wenn Sie dann andere Themen drumherum schon mal lesen, dann fühlt sich das Erste, was erstmal uninteressant erschien, auch irgendwann manchmal ein bisschen spannender an. Also es gibt einfach da keine generellen Regeln, und das zu planen hat Vorteile, dass man weiß, was man wann macht, aber ganz, ganz wichtig ist, dass Sie sich erlauben, Ihren eigenen Interessen, Neigungen und Impulsen nachzugehen. Wir haben ja immer diese beiden Pole, ne? Auf der einen Seite ist die Struktur und auf der anderen Seite ist der Impuls, das Spontane. Struktur, Plan, sich das rational überlegen, wie viel Zeit habe ich, wie viel Lesestoff habe ich zum Beispiel bis zu irgendeiner Deadline, was immer das auch ist. Könnte ja auch ein Vortrag sein oder eine Präsentation oder eben auch eine Prüfung. Jedenfalls quantifizieren, wie viel ist denn das, wie viel Zeit habe ich denn da, das richtig durchzuplanen, das macht natürlich Sinn. Und das ist auch wichtig, um so ein riesengroßes Projekt in kleine Teilziele zu unterteilen, die dann auch machbar sind. Aber wenn Sie versuchen, diesen gesamten Prozess auszuplanen über die nächsten 4 oder 5 und dann sich morgens hinsetzen und sagen, so, jetzt mache ich das, 3 später, nur weil es da steht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass Ihr innerer Schweinehund oder Ihr Gefühl an dem Tag was völlig anderes sagt. Das können Sie ja gar nicht wissen, 3 vorher. Darum ist es so wichtig, dass Sie den anderen Teil in sich, nämlich den Impuls, die Lust, jetzt sagen wir in Anführungsstrichen, das Interesse an bestimmten Themen, die Emotionen, die nun an dem Tag, an dem Morgen gerade vorherrschen, dass Sie denen Raum geben. Und das geht eben nur, indem man sich einen Grobplan macht, aber Sie darauf achten, dass Sie, wenn Sie dann diesen Plan vor sich haben, um ihn umzusetzen, Sie genügend Spielraum haben, um dann doch noch Ihren aktuellen Impuls mit einzubeziehen. Und wenn Sie das machen, dann kommt man oft auch in den Fluss, dann kommt man auch häufig schneller voran und dann werden manchmal auch die Dinge, die Sie am Anfang noch vermieden haben, plötzlich auch ein bisschen spannender. Na, einfach, weil man reinkommt. Also, immer dran denken, es gibt die Struktur, es gibt den Impuls, und wenn man nur die Struktur macht, dann muss man sich auf Selbstdisziplin verlassen und die ist irgendwann alle und begrenzt. Wenn man nur impulsgesteuert vorgeht, dann landet man irgendwann irgendwo, das geht natürlich auch nicht, deswegen muss man das Ganze kombinieren. Und das heißt Pläne machen, aber trotzdem den eigenen Emotionen, dem Lustprinzip genügend Raum zu lassen, um sich auszutoben. So, das war mein Tipp für heute. Wenn Sie Lust haben, lassen Sie uns einfach wissen, wie es Ihnen damit ergangen ist. Probieren Sie das unbedingt aus, und wenn Sie mögen, schreiben Sie uns einfach unten einen Kommentar, wie Ihnen das damit
ging und ob das funktioniert hat und ob sie es umsetzen konnten. Und wenn Sie Lust haben, noch ein bisschen mehr zu wissen, was wir so treiben hier bei Centered Learning, dann gehen Sie einfach mal auf die Webseite. Den Link habe ich Ihnen hier unten eingetragen. Wir haben noch sehr viel mehr Tipps rund ums Lesen und ums Lernen. Wir machen das jetzt auch schon ziemlich lange und wir praxistesten das auch alles. Also alles, was wir Ihnen erzählen, das kommt nicht aus der grauen Theorie, sondern das kommt aus der Praxis, ist tausendfach durchgetestet auf Seminaren. Wir wissen, wir sagen Ihnen nur Dinge, die tatsächlich auch funktionieren. Alles klar? Das war's für heute. Vielen Dank, Ihr Tom Freudenthal.